Schlagerkult und wir haben unsere liebe Dagmar Friedrich getroffen im grünen Wald in einem wunderschönen Tierpark. Ja. Hallo Dagi. Hallo, grüß dich. Grüß euch. Du bist ja Kult, muss man ja schon mal sagen, wenn man mit Leuten spricht, selbst mit jungen Leuten heutzutage. Dagmar Friedrich, ja, die ist Kult. Na, die wissen wenigstens, dass es mich gibt und meine, wir wissen ja, dass nicht alle Generationen alle Musiken hören, aber ich bin ganz zufrieden, auch wenn ich jetzt hier draußen bin, dass mich auch junge Leute anrufen und ansprechen, das ist schon sehr schön. Und wir haben ja gehört, sie macht so eine Unmenge an Arbeit. Ja. Sie steht auf vielen Bühnen nach wie vor, obwohl du müsstest gar nicht mehr, weil du könntest dich eigentlich in die Sonne legen. Also ich würde verrückt werden, wenn ich nicht arbeiten könnte. Ich liebe diesen Beruf, habe Erfolg. Die Leute, habt ihr ja gesehen heute, die nehme ich einfach mal in den Arm und ich gehe auf die Leute zu. Und obwohl ich schon lange Rente hätte haben können, alleine. Ja, also wir wollen natürlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Sie macht auch Musical. Das war für mich übrigens ganz neu, wie ich das gelesen habe. Was machst du da genau? Also ich habe im vergangenen Jahr die große Oscar-Nominierung erfahren, nämlich Hello Dolly zu spielen. Das ist ja die Rolle überhaupt. Und die habe ich in Neustrelitz bei den Schlossgartenfestspielen gespielt mit 240 Mitwirkenden. 12.000 Menschen haben uns gesehen. Und im Moment spiele ich in Magdeburg Heiße Zeiten, dieses Wechseljahre-Musical, was auch irrsinnig viel Spaß macht. Und 20 haben wir da schon gespielt und bis im nächsten Jahr haben wir schon vorprogrammiert. Und dann habe ich ganz viele Konzerte. Nächste Woche bin ich in Schkeuditz und dann bin ich in Binz. Also es, das ganze Land. Da freuen wir uns riesig drüber, dass es dir gut geht. Dürfen wir fragen, wie lange du, Dagi, jetzt schon auf der Bühne stehst? Tja, 53 Jahre bin ich freischaffend. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit und aber eine tolle Zeit. Ja. Welche Titel würdest du sagen, haben in deinem Leben Kultcharakter, die du gesungen hast? Naja, erstmal kann man nicht um Du hast gelacht herum mit Siegfried Uhlenburg. Ja. Dann mache ich, also Lass die Rosen nicht verblühen, kann ich machen. Was halten Sie vom Tango, kann ich sagen. Und heute wieder ein ganz netter älterer Herr sagt zu mir, die Pusteblume. Also dieses Lied habe ich nie produziert, das gibt es nur im Fernsehen von vor 100 Jahren. Und das ist den Leuten irgendwie im Kopf geblieben, ja. Aber dieser Titel, Ich bin immer noch da, ist das ein neuer Start in einen neuen Abschnitt deiner Karriere? Ach, sowas mache ich ja immer nicht. Ich sage nicht, ich erfinde mich neu. Ich mache, wenn man so eine Autorin hat, Micha hat mir ja wirklich den Text geschrieben, Wilfried Pilz die Musik. Das ist einfach, das passt einfach zu mir. Und ich bin sehr beglückt über meine Autoren, die schreiben, was zu mir passt. Ich singe durchaus auch Ich liebe dich und ich singe nach wie vor Lass die Rosen nicht verblühen, weil die Liebe ist neben Freundschaft und Gesundheit das Wichtigste auf der Welt. Also ich habe damit kein Problem. Und damit ist sie ganz glücklich dran mit ihrem Mann. Wir wünschen ganz, ganz viel Glück und Gesundheit, der Dagi. Und das ist das. Dagi, sie ist Schlagerkult und wir bedanken uns ganz herzlich, dass sie Zeit hatte für uns. Danke euch.